Liebe Freunde von Powerschutz TV, positive Energie in Europa. Ich bin heute in Ostbelgien in der EU-Artgalerie La Terrazza Villa und es freut mich ganz besonders, den Europaabgeordneten Lars Patrick Berg zu begrüßen. Hallo, Herr Berg. Hallo, guten Herr Berg, Sie sind jemand, der reist sehr viel. Also erstmal Dankeschön, dass Sie bis nach Ostbelgien gekommen sind. Aber vielleicht stellen Sie sich erstmal selbst vor. Sie haben verschiedene Arbeitsbereiche. Welche sind diese? Vielen Dank. Ich bin seit 2019 Mitglied im Europäischen Parlament, dort in den Ausschüssen Verbraucherschutz und Auswärtige Angelegenheiten tätig. Und war davor 3,5 Jahre im Landtag von Baden-Württemberg als innenpolitischer Sprecher für eine Fraktion aktiv. Und eigentlich einer Ihrer Hauptthemen ist Sicherheitspolitik. Was ist überhaupt Sicherheitspolitik? Mal ganz vorab. Das ist ein Politikbereich, der sich primär mit dem Bereich Verteidigung und auch sehr stark auch mit dem Bereich auswärtige Beziehungen überschneidet. Das bedeutet, dass man sich als Parlamentarier sehr genau die Vorgänge in Drittstaaten betrachtet hinsichtlich innerer und äußerer Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit, aber auch natürlich Krisenlagen, die weltweit bestehen. Okay, weil jetzt stelle ich mir die Frage als Bürger, was bringt dem Bürger in Europa ihre Arbeit? Weil da sage ich mir, warum arbeiten Sie außerhalb von Europa an den Grenzen, wenn wir doch in Europa so viele Probleme haben? Warum ist Ihre Arbeit wichtig für den Bürger? Es ist ja sehr wichtig, dass wir als Parlamentarier, als gewählte Vertreter der Menschen, wissen, was in unseren umliegenden Nachbarstaaten, aber auch weit darüber hinaus auf anderen Kontinenten passiert. Und natürlich vor allem auch jetzt wie in meinem Bereich, im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Denn wenn man nicht weiß, was dort vor sich geht, welche Personen, welche politischen Parteien dort maßgebend sind an der politischen Willensbildung, dann hat man keine Möglichkeit einzuwirken. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man eben weiß, was dort passiert. Wenn man das nicht weiß, dann ist man blind. Ja, Und das ist sehr ja. gefährlich. Weil zum Beispiel einer Ihrer Arbeitsbereiche ist zum Beispiel Kosovo. Was ist da genau? Was machen Sie da? Für Europa, für den Bürger? Also ich durfte jüngst in Kosovo sein, war zum ersten Mal dort. Und das Beeindruckende ist, dass die Bevölkerung eine sehr, sehr junge Bevölkerung ist. Ich glaube, Okay. so ein Altersschnitt von ungefähr 27, 28 Jahren. Und als Westbalkanstaat ist dieses Land sehr, sehr wichtig, was Stabilität betrifft für die Europäische Union. Denn wenn wir dort keinen Frieden haben, bekanntlich gab es ja einen Genozid an der Ja. Bevölkerung, an der lokalen Bevölkerung, vor nicht mal 20 Jahren. Und wenn wir dort keine Stabilität haben, sondern Unsicherheit, dann kommt diese Unsicherheit auch zu uns. Und deswegen ist es wichtig, dass dort die jungen Menschen eine Perspektive haben. Ja. Weil ich springe direkt in ein weiteres Thema. Ich meine, Europa, diese Riesenfamilie von 500 Millionen Bürgern. Wir sind Krisen gewöhnt. Wir haben auch sehr viele Krisen überwältigt. Jetzt kommen wir aus der Megakrise Covid, Pandemie, und jetzt stehen wir auf einmal vor einer ganz neuen Krise, Krieg. Krieg in Europa. Seit 10 Jahren mache ich Werbung für Europa, weil ich an Europa glaube und sage, und ich bin ganz stolz zu sagen, Europa, eine Demokratie, Solidarität und vor allen Dingen Europa ist ein Friedensprojekt. Dieses Friedensprojekt ist jetzt auf einmal zusammengebrochen. Es passieren schlimme Dinge. Und dann auf einmal sage ich mir, wird Ihre Arbeit sehr interessant oder wichtig, weil Sie ja an den Grenzen von Europa arbeiten. Und Sie waren ja auch jetzt vor 2 Wochen, also mitten im Kriegsgeschehen an der Grenze zu Polen. Haben Sie Bilder aufgenommen, was Sie uns vielleicht ein bisschen erklären können. Und jetzt in Ostbelgien waren wir gestern, habe ich Ihnen das Dreiländereck gezeigt. Also Ostbelgien befindet sich zwischen Deutschland, Luxemburg und Belgien. Und da war auch sehr großer Krieg. Und jetzt ist einfach so meine Frage, ja, das war dieser Krieg hier in Ostbelgien oder in Belgien vor 70 Jahren. Und jetzt stehen wir auf einmal mit einem neuen Krieg in Europa, mit der Ukraine.
ohne ins Detail auch zu gehen, aber wie sind jetzt Ihre Eindrücke und was ist dann auch Ihre Arbeit wieder? Wichtig ist, dass Frieden und Stabilität und Wohlstand keine Selbstverständlichkeiten sind. Hier in dieser wunderschönen Region in Ostbelgien haben sich schreckliche Dinge zu Ende des Zweiten Weltkriegs auch zugetragen, wo die Völker ja, voller Hass aufeinander getroffen sind. Sind viele Zivilisten, Frauen, Kinder, aber auch Soldaten gestorben und gefallen. Und nach Jahrzehnten haben wir hier, oder für viele Jahrzehnte haben wir hier in dieser Region, Gott sei Dank, und auch fast europaweit, eine lange Zeit des Friedens und des Wohlstands erleben dürfen, durch eine Aussöhnung, die stattgefunden hat zwischen den Völkern. Und jetzt haben wir wieder Krieg, knapp etwas über 1000 Kilometer von hier entfernt, in der Ukraine. Und vor weniger als 2 Wochen durfte ich an der polnisch-ukrainischen Grenze mit anderen Abgeordneten die Lage vor Ort in Augenschein nehmen. Und das sind sehr schreckliche und tragische Bilder, die dort zu sehen sind. Tausende Frauen und Kinder, primär Frauen und Kinder, die aus der Ukraine geflüchtet sind, in Sicherheit nach Polen. Eine unglaubliche Solidarität, eine phänomenale Solidarität der Menschen in Polen, Freiwillige, Armee, Polizei, Grenzschutz, Feuerwehr, alle helfen dort in sehr solidarischer und professioneller Art und Weise. In Deutschland auch und in vielen anderen europäischen Ländern, Ungarn, Slowakei, Rumänien. Und das zeigt uns doch auch, erstens, es gibt keine Selbstverständlichkeit, dass Frieden besteht. Und zweitens, dass wir doch eine unglaubliche tiefe Solidarität in Krisenzeiten erleben dürfen in den Staaten der Europäischen Union, in Europa insgesamt. Und das ist macht große Hoffnung. Aber dieser Krieg jetzt, droht jetzt deswegen Europa zu zerbrechen? Oder kann man eher noch positiv sagen, dass Europa viel stärker geworden ist, dass Europa viel mehr vereint ist? Das ist keine einfache Frage, aber ich bin jetzt auch kein Schwarzmaler, trotz der schrecklichen Geschehnisse. Wir hatten eine Wirtschaftskrise, wir hatten die Pandemie oder sind immer noch in diesen Ausläufern der Pandemie über 2 Jahre, die die Menschen auch sehr ermüdet, ermattet hat und manche Maßnahmen waren auch schwierig zu verstehen. Jetzt haben wir diesen Krieg in der Ukraine. Das ist schon sehr viel an negativen Nachrichten. Dennoch glaube ich, und da gebe ich Ihnen recht, dass diese ungewohnte, diese sehr starke Solidarität aufgrund dieses dritten großen Ereignisses, jetzt dieser Krieg in der Ukraine, die Menschen mehr zusammenbringt und sie auch glauben lässt, dass es wichtig ist, wichtig, trotz aller Unterschiede und trotz aller harten Meinungsverschiedenheiten, auch auf politischer Ebene zwischen den Regierungen und auch Egoismen, dass wir nur überlebensfähig sind als Völker Europas in diesem Verbund der Europäischen Union, wo es auch Dinge, die reformiert werden müssen, beispielsweise Migrationsrechte, aber auch andere Dinge. Aber ohne diesen Verbund sind wir Spielmasse anderer dritter großer Mächte. Und das ist gefährlich. Vielleicht zum Abschluss, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, die kann keiner richtig beantworten, aber wie sehen Sie jetzt die Zukunft von Europa? Ich glaube, Bürger machen sich natürlich in Europa extrem viele Sorgen, wo wir jetzt hier haben Krieg und auch jetzt die Preise steigen enorm und so weiter. Aber was können Sie vielleicht als Parlamentarier den Leuten auf dem Weg mitgeben? Eine positive Nachricht, wo man sich sagt, es ist vielleicht eine Perspektive. Wenn es keine gibt, gibt es keine. Aber vielleicht, wie sehen Sie die Zukunft, diese positive Zukunft? Gibt es die oder welche Möglichkeiten gibt es für den Bürger auch irgendwie selbst was zu tun? Also ich bin der tiefen Überzeugung, dass diese positive Perspektive da ist, dass wir sie manchmal vielleicht jetzt nicht sehen, vor allem jetzt auch aufgrund der schrecklichen und tragischen Ereignisse in der Ukraine. Und das bedeutet, dass Politiker mit gutem Beispiel vorangehen sollten, diese Perspektive, diese Hoffnung, auch wenn sie nicht immer konkret in, sagen wir mal, darstellbar ist für die Menschen, dass wir diese Hoffnung nicht aufgeben und miteinander im Gespräch bleiben, auch mit Konfliktparteien, um jetzt zuallererst mal natürlich diesen Krieg in der Ukraine hoffentlich in absehbarer Zeit
durch einen Frieden oder durch einen Waffenstillstand zu beenden. Und dann uns darauf zu konzentrieren, wie wir uns stark machen können als Europäer, um unseren Frieden, unseren Wohlstand und die Sicherheit hier und vor allem auch unsere Art und Weise, wie wir leben Ja. wollen, zu schützen. Und wenn wir das nicht machen, dann leben wir gefährlich. Das heißt, wir sollten anderen, die unsere Lebensweise in Gefahr bringen wollen, zeigen, aufzeigen, dass sie einen großen Preis dafür zahlen müssen, wenn sie denken, dass sie uns herumschubsen können oder eventuell auch angreifen können. Und ich denke, das ist bewahrenswert, dieses Ziel, dass wir dieses schützen. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für das Gespräch. Auch ihr da draußen. Danke fürs Zuhören. Ja, es ist für mich selbstverständlich sehr schwierig, mit diesem Channel positive Energie in Europa in diesen Zeiten positive Nachrichten zu bringen. Aber ich bleibe weiterhin sehr, sehr positiv, weil, wie auch Herr Berg eben sagte, wir haben noch nie, auch weltweit, noch nie so eine Solidarität wie heute gesehen. Menschen, die Menschen helfen. Und ich glaube persönlich, jetzt, das ist meine eigene Meinung, aber dass Europa ist das Beispiel für Frieden in der Welt. Und da können wir sehr stolz drauf sein. Und wir werden das auch verteidigen, wie Sie auch sagen. Man muss, ohne Krieg zu machen, man muss es verteidigen. Man muss da hinten dran stehen. Und abschließend, also wirklich, also die Leute in der Ukraine, die für ihr Land kämpfen, also Respekt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.